Kann losgehen. Guten Morgen alle zusammen. Herzlich willkommen beim inzwischen 75. Treffpunkt Kulturmanagement. Heute haben wir Michelle van der Veen zu Gast, aber vorher möchte ich noch gern uns vorstellen. Das heißt, ich bin heute Moderatorin des KM-Treff, Christine Oswald, leitende Online-Redakteurin für Kulturmanagement Network. Und unsere weiteren Gastgeber sind wie in jeder Ausgabe Christian Henner-Fehr. Hallo. Guten Morgen, Christian. Und David Rödler, den wir jetzt nur hören und nicht doch kurz auch sehen. Guten Morgen, David. Genau, also David, Christian und Kulturmanagement Network. Wir sind quasi das Team hinter dem Treffpunkt Kulturmanagement und freuen uns sehr, dass Michelle uns heute über ein ganz aktuelles, spannendes Thema berichten wird, nämlich über das Thema Blockchain und welche Möglichkeiten sich dafür für den Kulturbereich ergeben. Und dann würde ich das Wort direkt an Michelle übergeben. Fragen gerne jederzeit in den Chat, auch gerne in den Livestream-Chat auf Facebook. Und hinterher nach Michelles Vortrag werden wir alles aufnehmen und nochmal besprechen. Danke. Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich sage mal drei Worte zu mir für alle, die nicht wissen, warum ich heute hier sprechen darf. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in der digitalen Kommunikation tätig und habe angefangen im Museum, war da einige Jahre dann im Verlag und bin seit Anfang letzten Jahres in der Agentur tätig und berate jetzt nicht mehr nur Kulturinstitutionen, sondern auch Unternehmen und habe in den letzten 2 Jahren nochmal nebenbei Kommunikation studiert und mich in meiner Abschlussarbeit sehr intensiv mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt und eben auch mit dem Thema, wie Blockchain in der Kultur eingesetzt werden kann. So, und dann gebe ich mal meine Präsentation frei. So. Sieht man, welchen Bildschirm sieht man jetzt? Genau, du musst die Anzeigen tauschen. Ja. Ja, ich habe eigentlich 2 Bildschirme, aber der zweite hat natürlich genau heute Morgen den Geist aufgegeben. Aber jetzt ist es gut. So. Ich würde ganz kurz eine Einleitung geben, was Blockchain ist, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind und dann direkt 2 Anwendungsbeispiele vorstellen, für die es bereits Prototypen gibt, die sehr schön zeigen, wie Blockchain eben Probleme lösen kann, die es im Kulturbereich gibt. Genau. Hallo. Da. Also ganz zum Anfang ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass es nicht die Blockchain gibt. In der Regel, wenn von Blockchain gesprochen wird, meinen die meisten Menschen immer die Blockchain, die hinter dem Bitcoin liegt. Das ist ja der erste Anwendungsfall, für den die Technologie auch entwickelt worden ist. Mittlerweile gibt es aber sehr, sehr viele andere Ansätze. Deshalb muss man, wenn man über Blockchain redet, immer im Hinterkopf behalten, im Prinzip ist Blockchain nicht nur eine Technologie, sondern vor allem eine Idee. Und Blockchains lassen sich flexibel einsetzen und auch flexibel gestalten. Was Blockchains vereint, wären die Punkte oben. Und zwar, Blockchain-Technologie ist von der Idee her immer dezentral. Das heißt, ich habe nicht ein zentral gesteuertes Netzwerk, sondern ein Netzwerk, das an vielen Knotenpunkten zusammengehalten wird. Das heißt, dass es nicht mehr einen großen quasi Besitzer dieses Netzwerks gibt, sondern alle Teilnehmer sich das Netzwerk teilen. Das ist so die größte Idee eigentlich dahinter. Dann eint natürlich jede Blockchain, dass es eine Kette von Blöcken ist, die Kryptographie zur Verschlüsselung nutzt. Wenn man kein ITler ist und kein Kryptograf, muss man eigentlich nicht viel mehr wissen für den jetzigen Moment, weil eben wie diese Blöcke gestaltet sind und welche Art von Verschlüsselung dann wirklich benutzt wird, hängt halt wirklich von jeder einzelnen Technologie ab. Und da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren zeigen, was sich durchsetzt, was gut handelbar ist, was funktioniert. Und im Moment auch das große Problem, dass viele an ihrer Blockchain arbeiten und eigene Blockchains entwickeln. Aber wenn man wirklich mal irgendwann diese Anwendung zusammenführen muss, dann muss man sich natürlich auf irgendeinen Standard einigen, wie man das bei anderen Technologien auch gemacht hat. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
dann macht eine Blockchain immer aus, dass es eine Art von Konsensfindung gibt der Teilnehmer, wegen eben diese Blöcke aneinander gefügt werden. Also im Prinzip, ob eine Transaktion stattfinden kann oder ob Verträge geschlossen werden. Da gibt es auch mittlerweile 5, 6 verschiedene Arten und Weisen, wie so ein Konsens gefunden werden kann unter den Teilnehmern. Deshalb auch hier, zuallererst muss man sich nur merken, dass es eben diesen Mechanismus der Konsensfindung gibt. Und wie der ausgestaltet ist, ist dann aber auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es noch nicht den einen Weg. Dann macht eine Blockchain auch aus, dass es einen automatisierten Code gibt, also dass es eben nicht manuell gesteuert wird, sondern dass Dinge automatisiert passieren. Ob das jetzt in der Logistik zum Beispiel ist, dass Pakete automatisch erfasst werden an jedem Standort, zum Beispiel, das wäre eine Automatisierung, oder dass eben im Bitcoin-Netzwerk Transaktionen dann automatisch ausgeführt werden und eben nicht mehr von einem Bankmitarbeiter registriert oder abgesegnet werden müssen. Und dann, was auch eine Idee ist hinter der Blockchain, was sie eint, ist, dass es eben diese transparenten Eigentumsrechte gibt, also dass eigentlich immer klar ist, von wem was gemacht worden ist. Was aber nicht heißt, dass da jeder transparent ist, weil die Idee hinter einer Blockchain eigentlich ist, dass man selbst als Teilnehmer entscheiden kann, wie viel man von sich preisgibt. Aber im Zweifel hat man eben, wie zum Beispiel im Bitcoin-Netzwerk, das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, eine ganz klare Identifikationsnummer, mit der man zumindest als User an sich erkannt werden kann. Das sind so die 5 zentralen Punkte, die eigentlich jede Blockchain ausmachen. Und dann unter meinem schönen Strich in Dunkel gibt es nochmal so 3 Sachen, die sich unterscheiden. Und zwar kann man einmal unterscheiden eine private und eine öffentliche Blockchain. Das ist im Prinzip eine ähnliche Unterscheidung wie Internet und Intranet. Ich kann also sagen, ich mache eine Blockchain öffentlich, wie zum Beispiel die berühmte Bitcoin-Blockchain, an der jeder teilnehmen kann. Oder ich kann sagen, ich möchte eine private Blockchain machen, zum Beispiel innerhalb meines Unternehmens für einen bestimmten Prozess. Dann das Gleiche gilt für Permissionless oder Permission-Blockchains. Das Permissionless wäre auch, jeder hat die gleichen Rechte innerhalb der Blockchain. Es ist aber auch denkbar zu sagen, wenn man jetzt so eine private Blockchain hat, man gibt verschiedenen Teilnehmern auch verschiedene Rechte. Also auch ähnlich, wie es in einem Intranet funktionieren kann, dass ich sage, es gibt verschiedene Instanzen, die verschiedene Sachen dort machen können. Und dann, was der Blockchain-Technologie so einen riesen Anschub gegeben hat in den letzten Jahren, war die Entwicklung von Smart Contracts. Die gibt es zum Beispiel im Bitcoin, im Bitcoin-Netz nicht. Das ist ein Mechanismus, der quasi Verträge automatisiert. Wichtig ist da, dass es eigentlich keine Verträge ersetzt, sondern deren Ausführung. Das heißt, es ist eine Programmierung, wo ich sagen kann, wenn ein bestimmter Fall eintritt, dann soll automatisch das und das passieren. Und wie das für die Kultur aussehen kann, da komme ich jetzt gleich zu, dann wird es, glaube ich, mit den Smart Contracts nochmal klarer. Aber da ist es auch ganz wichtig, Smart Contracts, da wird sehr, sehr viel drüber geredet, weil es ein ganz, ganz spannender Aspekt der Blockchain ist, hat aber wirklich nicht jede Blockchain. Also deshalb merken Sie sich vor allen Dingen, es gibt nicht die Blockchain, das ist das Spannende daran, aber natürlich auch ein bisschen Teil des Problems, gerade wenn man versucht, darüber zu reden und auch Lösungen damit zu entwickeln. So. Dann habe ich jetzt 2 Anwendungsbeispiele mitgebracht, die für die Kultur relevant sind und wo es schon Prototypen gibt, an denen man das sehr gut erklären kann. Es gibt im Prinzip zwei Anwendungsfälle im Kulturbereich, wo Blockchain besonders spannend ist, zumindest zum jetzigen Moment. Und das ist einmal die Provenienz, also der Nachweis der Herkunft von Kunstwerken oder auch Musikstücken. Und dann auch die Frage nach dem Urheberrecht und den Nutzungsrechten. So, Provenienz. Ich habe hier mal aufgeführt, was so typische Akteure sind, wo so ein Kunstwerk jetzt zum Beispiel mal langkommt. Das entsteht im Atelier, das geht vielleicht in die Galerie, das wird bei einer Versicherung registriert.
Das wird mit einer Spedition transportiert, zum Beispiel zum Sammler oder auch zum Museum in der Ausstellung, ist vielleicht irgendwann mal Teil einer Auktion. Das ist natürlich kein glatter Kreislauf, lässt sich aber so einfach ganz gut darstellen. Und bisher ist das ja so, dass sich diese einzelnen Momente, die ein Kunstwerk vielleicht durchlaufen hat, nicht immer zuordnen lassen und nicht immer nachvollziehen lassen. Genau, ich meine, die Frage nach Fälschung treibt viele rum in der Kunstwelt. Und die Idee ist im Prinzip, dass man ein Werk auf einer Blockchain registriert und dann immer nachverfolgen kann, wo es quasi gehangen hat, wer es besessen hat, weil die Idee wäre hier, da kommen wir zu diesen Smart Contracts zum Beispiel, dass das immer automatisch registriert wird auf der Blockchain, wer es gerade hat, wem es gerade gehört, wo es versichert ist und dass man so quasi keine Zettelwirtschaft mehr hat, sondern zu jedem Zeitpunkt immer nachgucken kann, um was für ein Werk es sich handelt und wo es herkommt. Und dafür gibt es tatsächlich schon eine Anwendung, die heißt Everledger. Everledger wurde aufgelegt ursprünglich für die Diamantenindustrie, die ähnliche Probleme hat wie die Kunstwelt. Und mittlerweile ist Everledger erweitert worden auf Kunst auch, hat aber mit Diamanten angefangen. Deshalb sieht man hier in der Grafik eben einen Diamanten. Und wie das dann funktioniert, ist, dass jemand, der wird hier Lucy genannt, die sehen wir oben, die Person, die erwirbt einen Diamanten und registriert diesen eben auf der Everledger Blockchain. Und dieser Diamant bekommt dann auf der Blockchain eben so eine eigene digitale Signatur, das ist in der Regel eine Nummer, und ist dort dann jetzt eben registriert, ganz klar, dass er eben dieser Lucy gehört. Die versichert den auch, das sehen wir links. Und die Versicherung wird auch unten auf der Blockchain registriert und verifiziert auch ihr Besitztum. Das heißt, dieser ganze Vorgang, Kauf, Versicherung, die Zuordnung des Diamanten mit seiner eigenen Signatur liegt jetzt auf dieser öffentlichen Blockchain von Everledger. Und was das lösen soll, das Gleiche geht eben auch mit Kunst, ist, dass im nächsten Fall eben, wenn Lucy diesen Diamanten verlieren würde oder wenn er ihr geklaut wird, dann kann sie ihn als gestohlen melden. Die Versicherung würde dafür bezahlen. Das wäre im Fall von einem Kunstwerk genau das Gleiche. Und dieser Vorgang der Kompensation und des Gestohlenwerdens oder des Verlierens wird dann eben auch wieder auf der Blockchain registriert. Das heißt, da wird dann eingetragen, okay, die Versicherung, der ist weg, der ist vermisst. Die Versicherung hat Lucy bezahlt. Das heißt, die Versicherung wäre jetzt im Fall eines Wiederauftauchens der korrekte Besitzer, weil Lucy hat ja Kompensation erhalten. Und im letzten Schritt, was dann eben passieren würde, wenn dieser Diamant wieder auftaucht oder in unserem Fall vielleicht ein Kunstwerk wieder auftaucht nach vielen Jahren, könnte derjenige, der es versucht zu verkaufen, das sehen wir hier oben rechts, hier haben wir Thomas, den Dieb, der nun versucht, einem Juwelier diesen Diamanten zu verkaufen. Und der Juwelier kauft den halt nicht einfach, sondern guckt eben auf der Blockchain von Everledger nach, ob dieser Diamant dort verzeichnet worden ist. Sieht dann in der Blockchain, der Diamant ist verzeichnet und der Besitzer ist diese Versicherung. Das heißt, der Juwelier kann direkt die Versicherung benachrichtigen, die den Diamanten dann wieder an sich nimmt. Und der Dieb ist quasi aufgeschmissen. Das ist so ein bisschen, das ist die Idee hinter Everledger und es ist jetzt eben auch offen für Kunstwerke, die kann man da registrieren und im Idealfall würde eben genau das Gleiche passieren, dass die, selbst wenn sie gestohlen werden oder verloren gehen, sobald sie wieder auftauchen in der Öffentlichkeit, eben sofort
zugeordnet werden können und ihrem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeführt werden können. Das wäre Anwendungsfall Nummer 1. Und Anwendungsfall Nummer 2 ist die Frage nach dem Urheber und den Nutzungsrechten. Das ist ja nochmal ein bisschen anders gelagert. Hier habe ich auch nochmal so aufgeschrieben, was so die Teile sind, dessen, die im Moment immer relativ schwierig zuzuordnen sind oder auch durch Fragen wie der... Um noch ein bisschen Stimmung zu machen. zum Beispiel so eine Frage, wie die VG Bildkunst ja immer wieder aufwirft und die hohen Gebühren, die es kostet, wenn man Kunstwerke nutzen will, zum Beispiel um Werbung für eine Ausstellung zu machen, wie man die vielleicht auch lösen kann, automatisierter und besser auch für den Künstler, weil im Moment ist sicherlich auch ein großes Problem, dass es für Künstler relativ schwer nachvollziehbar ist, wer ihre Werke benutzt, was ihnen dafür eigentlich zustehen würde. Und viele wenden sich dann ja an Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel die VG Bildkunst, die aber mit ihren Regeln, die ja nicht mehr unbedingt dem Internetzeitalter entsprechen, ja oft für Unmut sorgen, gerade auch bei kleineren Akteuren. Und dieses Problem könnte man mit einer Blockchain-Lösung eben relativ einfach lösen und auch so lösen, dass eben der Künstler das in der Hand hätte und selber entscheiden könnte, wie damit umgegangen wird. Das heißt, diese ganzen Aspekte des, wer ist der Künstler, was ist das Kunstwerk, wird es ausgestellt, ist es Teil eines Kataloges, soll es kommerziell genutzt werden, könnte über eine Blockchain automatisiert geregelt werden. Und auch dafür habe ich ein Anwendungsbeispiel mitgebracht, das ist Muse. Muse ist ein Blockchain-Netzwerk, was für die Musikindustrie entwickelt worden ist. Sowas gibt es für den Kunstbereich noch nicht. Wäre aber genau so natürlich auch für den Kunstbereich denkbar. Hier sieht man links das traditionelle System der Musikindustrie, wo eben vor allen Dingen die großen Plattenlabels bestimmen, wer was bekommt. Also der Künstler weiß in der Regel überhaupt nicht, was Plattenlabels für einen Umsatz mit ihm machen und was mit seinen Werken genau passiert, weil die verteilen die eben zum Beispiel zu Services wie Spotify, die stellen das iTunes zur Verfügung und der Künstler weiß eigentlich gar nicht so genau, was passiert. Auch wenn ich jetzt einen Titel bei iTunes zum Beispiel runterlade, hat dann ja niemand mehr einen Überblick darüber, was ich damit mache. Und das Muse-System möchte das lösen. Das ist dann im Prinzip als Blockchain immer zwischengeschaltet, zwischen jedem Schritt und verzeichnet jeden Download, jeden Verkauf, jede Nutzung eines Musikstücks und sorgt automatisch dafür, dass der Künstler dafür bezahlt wird, weil es im Moment in der Musikindustrie tatsächlich auch so ist, dass Künstler oft Monate darauf warten, während eben das Plattenlabel bereits sehr, sehr viel Geld verdient und auch die Serviceangebote wie Spotify und iTunes die ganze Zeit damit Geld verdienen und er oder sie selbst noch gar nichts. Und hier ist nochmal aufgeführt, wie das dann eben funktioniert. Also ein Track wird auf Muse hinterlegt und registriert. Kann dort auch erweitert werden um Informationen zum Künstler wie Tourdaten, auch weitere beteiligte andere Künstler wie Komponisten zum Beispiel können da verzeichnet und mit dem Track vernetzt werden. Und immer, wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel eine Streaming-Plattform, spielt das Lied oder jemand lädt es runter oder jemand nutzt es kommerziell für zum Beispiel ein Video, dann wird immer so ein Smart Contract auf dieser Blockchain ausgelöst, der dafür sorgt, dass der Künstler direkt dafür entlohnt wird. Und das Muse-System funktioniert so, dass der Künstler selbst entscheiden kann, wie diese Smart Contracts aussehen. Das kann er, wenn er sein Musikstück registriert, direkt selber festlegen. Das heißt, er kann auch zum Beispiel sagen, das handelt sich hierbei um ein limitiertes Album und es kann exakt nur 200 Mal erworben werden. Und dann werden tatsächlich, das nennt man dann Token, 200 Tokens erstellt, die man dann quasi erwerben kann. Wenn ich das Album dann kaufe, bekomme ich den zugerechnet einen davon
Und der ist dann halt weg und in den 200 aufgebraucht werden, könnte das Album dann auch nicht mehr erworben werden. Das ist die Idee dahinter. Und vor allen Dingen, dass die Künstler eben direkt bezahlt werden. Und das ist ein Konzept, von dem ich ausgehe, was eben für Kunst zum Beispiel auch super gut funktionieren würde, dass ein Werk hinterlegt wird, auch als Datei und immer wenn ich die nutzen möchte, dann wird direkt ausgelöst, dass der Künstler eben dafür entlohnt wird. Ja, da sind meine zwei Anwendungsbeispiele, die ich mitgebracht habe, die schon existieren. Mit der Blockchain ist noch vieles andere denkbar, glaube ich, aber das mal zwei Konzepte, die es bereits gibt und die im Kulturbereich meiner Meinung nach auf jeden Fall schon einige Probleme lösen könnten, die wir haben und für die es bisher gerade durch die Geschwindigkeit vom Internet noch nicht so richtig Lösungen gibt. Danke, liebe Michelle. Das war super spannend, auch gerade mal einen Einblick zu bekommen darin, wie die Technik funktioniert. Das Erste, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist die Frage im Prinzip, damit wir hören gerade Hintergrundgeräusche, damit das zum Beispiel funktionieren kann, wenn ich von meiner Versicherung einen Ersatz möchte oder dass eben gesagt wird, im Bezug auf Nutzungsrechte, ist ja die Voraussetzung im Prinzip, dass es eigentlich von der Versicherung und vom Gesetzgeber auch anerkannt wird. Oder? Ich hab deinen Anfang nicht ganz gehört wegen den Hintergrundgeräuschen. Ach so, also quasi, wenn ich ein Künstler bin und ich registriere ein Kunstwerk, dann kann ich ja eine Missnutzung, sage ich jetzt mal, nur ankreiden, wenn der Gesetzgeber oder die Versicherung eben Blockchain auch als Beweis akzeptiert. Siehst du da eine große Schwierigkeit drin oder verstehe ich das falsch? Nee, das ist richtig. Das ist definitiv eine der offenen Fragen, die es im Moment gibt, wo wahrscheinlich der Erfahrung nach die Rechtsprechung eine ganze Weile brauchen wird, bis sie danach zieht. Das ist auch, ja, das ist ein bisschen was in vielen Bereichen die Blockchain-Entwicklung natürlich auch ein bisschen bremst, dass es diese Rechtsunsicherheit gibt. Bei Everledger zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass es bereits Versicherungen gibt, die sich beteiligen. Das löst noch nicht ganz die juristische Seite, aber das löst zumindest schon mal die Frage, ob eine Versicherung es anerkennt. Mhm. Rechtlich, das wissen wir, das dauert immer. Super. Rainer, da wir dich schon sehen, möchtest du vielleicht deine Frage auch direkt live stellen? Wir hören dich nicht. Also ich zumindest höre dich nicht. Ich auch nicht. Mein Mikrofon ist eigentlich eingeschaltet. Ah, jetzt ist es besser. Besser? Ja, ein bisschen lauter könnte es sein, aber es geht. Okay, darf meine Kollegen nicht so sehr stören. ja, zwei Fragen. Na, ich habe eigentlich ganz viele Fragen zum Thema Blockchain. Wir gucken uns das natürlich auch aus Ticketing-Sicht an und sind da noch nicht so richtig zufrieden und haben noch keinen Business Case dafür gefunden. Was kosten Transaktionen heute bei Blockchains und bezogen auf die zwei Anwendungsbeispiele? Wie viele Nutzer gibt es, sowohl bei der Diamanten-Implementierung als auch bei News? Also zu den Nutzerzahlen kann ich nicht sagen, weil die sich wie viele Prototypenentwickler sehr damit zurückhalten, damit rauszugehen. Deshalb kann ich da keine Zahlen nennen. Blockchain-Transaktionen kosten im Moment vor allen Dingen Serverenergie und damit Strom, weil die Transaktion an sich ist in der Regel kostenlos. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, diese demokratische. Aber es sorgt im Moment für einen immensen Stromverbrauch. Das ist einer der größten Kritikpunkte an der Blockchain-Technologie an sich. Also das Bitcoin-Netzwerk, obwohl es relativ überschaubare Transaktionszahlen hat im Vergleich zu zum Beispiel dem Visa-Kreditkartennetzwerk weltweit, verbraucht halt einfach mal tausendmal so viel Strom. Ich kann mich erinnern, dass ich gelesen habe, dass Transaktionen
bis zu 100 Dollar gekostet haben Anfang des Jahres, als die Bitcoin bei ungefähr 10.000 Dollar Wert stand. Sie ist ja auch wieder gesunken. Also wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zwei Sachen vermischen. Hier ist mir schon klar, Bitcoin und Blockchain. Aber Blockchain ist das Netzwerk, auf dem das alles aufsetzt. Und die Transaktionen sollen sehr teuer gewesen sein oder sollen teuer sein. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst. Also da sind wir wieder bei meinem Ausgangspunkt, dass es eben nicht die eine Blockchain-Lösung gibt und jede Blockchain im Prinzip individuell aufgesetzt wird. Und ob da Transaktionen berechnet werden oder nicht, ist sehr unterschiedlich. Und bei Bitcoin muss man immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt für Bitcoin ja jenseits der Bitcoin-Blockchain auch noch Handelsplätze, an denen man Bitcoins erwerben kann, die davon leben, dass sie Gebühren berechnen für dieses Handeln, ähnlich wie an der Börse. Und das wird oft in Artikeln vermischt, deshalb ist es jetzt für mich schwer zu beurteilen, wo dieser Preis herkommt. Okay. Christine, du bist stumm. Entschuldigung. Genau, also wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin ein relativ kleines Museum, habe eine überschaubare Sammlung und möchte meine Kunstwerke registrieren. Wie groß ist denn da der Aufwand? Also zeitlich, personell, was würdest du machen? Das bei dir, Christine? Bei mir bin nur ich. Ich sitze auch in einem einsamen Büro. das ist schwer zu sagen. Also das liegt jetzt ein bisschen daran, ob man jetzt zum Beispiel auf diese Everledger-Lösung gehen möchte und sich da beteiligt. Die sind mittlerweile, da es die jetzt auch schon ein paar Jahre gibt, glaube ich, schon sehr weit und relativ benutzerfreundlich, aber man muss sich in diese Art, wie das bei der Technologie funktioniert, schon ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Also man braucht am Ende wahrscheinlich wieder jemanden, der sich das vornimmt, sich dem annimmt und das dann umsetzt. Und dann kommt es darauf an, wie gut die Daten schon vorliegen im Museum. Ne? Also müssen alle Werke fotografiert und beschrieben werden oder gibt es das schon? Mhm. Davon hängt es dann auch ab. Ja, klar. Ich meine, die meisten Museen haben natürlich irgendwie einen Katalog und zunehmend ja auch eine digitale und gut aufbereitete Datenbank. Aber das heißt im Prinzip irgendwie ein zusätzlicher Mitarbeiter oder ähnliches wäre wahrscheinlich schon notwendig oder zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, zumindest also projektbezogen wahrscheinlich. Außer man hat jemanden, der sich ohnehin nur um eine digitale Sammlung kümmert, der das quasi zeitlich noch mit unterbringen kann. Christian? Ich habe meine Frage hier gerade geschrieben. Ich kann sie aber gerne nochmal so wiederholen. Das klingt für Kultureinrichtungen alles irrsinnig kompliziert, obwohl der Nutzen auf der Hand liegt. Und für mich stellt sich die Frage, ob man so ein System oder so ein Modell nicht auf einer übergeordneten Ebene einführen müsste, weil das einfach... wenn überhaupt ja nur für große Strukturen, für große Organisationen handelbar ist und damit diese Kluft zwischen Großen und Kleinen ja immens groß werden würde und wir dann plötzlich mit ganz unterschiedlichen Modellen arbeiten würden, was zum Beispiel das Urheberrecht angeht. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn der Übung ist. Und insofern, meine Frage, kannst du dir vorstellen, dass das dann nicht irgendwann einmal, ich weiß jetzt nicht, wer das sein könnte, habe ich mir nicht überlegt, aber dass das sinnvollerweise nicht irgendwie auf einer übergeordneten Struktur angelegt wird und dann genutzt werden kann vom Kulturbereich, aber natürlich auch vom Bildungsbereich. Also das muss ja gar nicht immer nur der Kulturbereich sein. Ja, das ist wie bei allen digitalen Anwendungen, macht es auf jeden Fall am meisten Sinn, wenn es nur eine gibt. Und ansonsten sind wir auch wieder bei diesem Thema, was ich in meiner Einleitung angesprochen habe, wenn jeder seine eigene Blockchain-Lösung entwickelt, dann haben wir nachher 100 Lösungen, die nicht kompatibel miteinander sind. Die einzigen, die ich kenne, die sich diesem Problem bisher ein bisschen angenommen haben, sind IBM, jetzt im Unternehmenskontext, die mit ihrer Initiative oder ihrem Blockchain-Programm Hyperledger
mit anderen Unternehmen zusammen eine Blockchain-Lösung entwickelt haben, die jeder für sich adaptieren kann, die man aber eben über Schnittstellen auch wieder miteinander kombinieren kann. Und im Prinzip bräuchte man für den Kulturbereich einen ähnlichen Ansatz, ob den dann einer erfindet oder ob man sagt, es tun sich große Kulturinstitutionen zusammen, auch mit Deutschland. Deutschland hat es sich ja tatsächlich auf die Fahne geschrieben, Blockchain zu fördern und entwickelt das dann zusammen für alle, wäre sicherlich das Sinnvollste. Genau, dann kam jetzt noch die Frage, wie genau kann man denn ein Kunstwerk quasi fingerprinten? Also im Prinzip kann ich ja auch kommen und sagen, ja, hier, schönes Bild, ich habe das gemalt, aber eigentlich ist es gar nicht von mir. Also wie kann man das nachweisen? Und ich glaube, die Frage zielt auch tatsächlich auf den digitalen, jetzt fällt mir doch das Wort nicht ein, also wie genau man es durchführt. Also das ist ja auch das, wie Avalanche ein bisschen funktioniert. Also jedem Werk wird eine einzigartige ID zugeordnet, die eben auch mit Bildern und Beschreibungen verknüpft wird vom Werk. Und dadurch, dass Blockchains ja in dem Moment, wo die Registrierung stattfindet, auch einen Zeitstempel haben und genau hinterlegt wird, wem es gehört, wäre es in der Theorie eigentlich nicht möglich, dass dann irgendwann jemand kommt und sagt, aber das ist eigentlich meins. Mhm. Funktioniert natürlich vor allen Dingen gut, wenn wir über neue Werke sprechen, also die ein Künstler eigentlich selbst registriert, wenn sie geschaffen werden. Bei alter Kunst wird sich das Problem, was wir in der Provenienz haben, auch nicht durch eine Blockchain lösen, wenn die Provenienz nicht gesichert ist zum Zeitpunkt der Registrierung. Die Isabel Janssen hat dann eine Frage in dem Zusammenhang gestellt, nämlich wie wird am Beispiel von Avalanche ein Diamant wiedererkannt, wenn er verschwunden ist und wieder auftaucht? Also im Prinzip kann man dadurch, dass der nicht nur diese ID hat, sondern eben auch Fotos hinterlegt werden und der beschrieben wird, würde ein Juwelier zum Beispiel oder ein Käufer eben diese Beschreibung abgleichen. Und dann jeder Diamant ist ja individuell und dann gucken, ob der quasi schon drin ist oder nicht. Okay. Also tatsächlich über Bilder, also über optische Wahrnehmung. Genau, und die Beschreibung, also wie Diamanten lassen sich ja tatsächlich über diverse Dimensionen beschreiben, ne? Wie viel Karat hat der, wie klar ist der, diese ganzen Eckdaten, die haben, die auch bei Versicherungen im Moment über Zertifikate registriert werden, würden im Prinzip da dann auffindbar sein. Na, und die zweite Frage von Isabel Janssen war, wenn es keine zentralen Plattformen gibt, wie erfahren dann User von meiner Musik? Also, dass es keine zentralen Plattformen mehr gibt, glaube ich, das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Also nach wie vor gibt es ja zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall immer noch für Künstler irgendwie ihre Webseiten, ihre Profile, ihre Touren, ihre Auftritte. Also von Musik erfahren würde man wahrscheinlich ähnlich wie jetzt. Oder eben auch über Streaming-Angebote. Also Spotify zum Beispiel hat ein Blockchain-Startup gekauft und arbeitet an einer Blockchain-Lösung. Da gibt es noch ein paar mehr. Es gibt auch einen Netflix-Konkurrenten, der an einer quasi Netflix-Lösung arbeitet, die über Blockchain funktioniert. Und ich glaube, da würden sich also einige der bestehenden Wege würden erhalten bleiben und es würden wahrscheinlich einfach auch neue hinzukommen. Es ist ja auch eigentlich kein Marketingkanal, oder? Also es ist als Marketingkanal gedacht. Nee, also erstmal ist die Blockchain so eine Grundlagentechnologie-Idee, die eben Mittelsmänner überflüssig macht. Also im Prinzip, in der Theorie braucht man keine Banken, keine Anwälte mehr, was auch mal dahingestellt sein wird. Da sind wir wieder bei diesen rechtlichen Aspekten. Aber es geht vor allen Dingen darum, ein Netzwerk zu schaffen, was für mehr Transparenz sorgt. Mhm.
Was ich mich zwischendurch gefragt habe, aber vielleicht ist das auch nur ein Denkfehler von mir, ist, wie ist das denn dann im internationalen Kontext, wo ja mitunter verschiedene Urheberrechte der verschiedenen Länder und so weiter und so fort gelten und wo ja viele Künstler und Kunstinstitutionen auch tätig sind. Siehst du da eine Schwierigkeit, irgendwie das länderübergreifend zu nutzen, oder ist es eigentlich egal, weil ja quasi nur das Kunstwerk erstmal hinterlegt ist und was dann jeweils daraus gemacht wird, ist ja quasi abhängig vom Kontext? Na, also einmal das, und solange wir sowieso diese Rechtsunsicherheit haben, weil ja das Recht sich erstmal auf solche Lösungen einstellen muss, das haben wir ja auch in jedem Land dann das Problem. Aber dass man sich auf eine zentrale Registrierungsart einigt, glaube ich, dem steht erstmal nichts entgegen. Mhm. Würdest du denn, also was glaubst du denn, was so eine, sagen wir, realistische Zeitspanne vielleicht im deutschsprachigen Raum ist, um zu sagen, irgendwann kommen wir tatsächlich vielleicht gar nicht mehr drum rum? Also gibt es überhaupt diese, also ist das denn so, würdest du das sagen? Nee, ich glaube, dafür ist es noch viel, viel zu früh, und es liegt tatsächlich daran, dass es eben eine Grundlagentechnologie ist, die sich nicht mal eben implementieren lässt. Also eine Blockchain zu bauen und zu nutzen ist eben dann schon mit so viel Aufwand verbunden, dass man das nicht mal eben machen kann. Deshalb glaube ich, werden wir noch viele Prototypen und Ideen sehen, bis sich da flächendeckend was durchsetzt. Was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel in der Logistik passiert wahnsinnig viel, vor allen Dingen in diesem Bereich, wo man über private Permission-Blockchains redet, die sich vermutlich schneller durchsetzen werden als die richtig großen öffentlichen. Genau, und jetzt hat die Frau Janssen noch eine dritte Frage gestellt, nämlich ob sich GEMA und Co. eigentlich schon mit dem Thema beschäftigen. Oh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Tendenziell würde ich vermuten, wahrscheinlich eher nein. Also die, ich glaube, das ist da auch eher so eine Zeitfrage. Aber ist es dann nicht so, wenn die sich damit beschäftigen, dass die dann zu dem Ergebnis kommen, dass sie eigentlich überflüssig sind, wenn so eine Technologie zur Anwendung kommt? Das könnte sein, ja. Ja, weil all das, was du jetzt beschrieben hast oder teilweise beschrieben hast, sind ja Aufgaben von so Verwertungsgesellschaften, nämlich herausfinden, wo etwas, um jetzt im Musikbereich zu bleiben, wo etwas gespielt wird und dann die entsprechenden Abgaben einzufordern und zu verteilen. Das sind also irgendwo, wofür brauche ich die dann noch? Also in der Theorie, wenn es sich durchsetzen würde, flächendeckend bräuchte ich sie nicht mehr. Ja, also auch VG Bildkunst und sowas, ne? Also das geht ja irgendwie alles in eine ähnliche Richtung. Rush schreibt, vielleicht möchten Sie sich auch bei uns dazu schalten. Besser wäre Tangle. Jetzt sagt mir das gar nichts. Vielleicht sagt Michelle das was für die Massenanwendung. Tangle sagt mir jetzt ehrlich gesagt so schnell nichts. Aber das mit der Skalierbarkeit ist auf jeden Fall richtig. Also Blockchains, das hatten wir ja gerade schon. Also mal eben eine Blockchain aufsetzen, geht definitiv nicht. Genau, Tangle könnte schön anlösen. Also ab, ich vermute, dass es ablösen heißt. Ja, ich google das mal eben. Ich habe auch den Eindruck, ich werde mal neuen Lesestoff gefunden. Tangle. Also Tangle in einem Satz ist eine verteilte Datenbank, arbeitet mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk und hat als Basis ein Konsens- und Validierungssystem. Auch ein bisschen nach Blockchain. Ja, das habe ich jetzt... habe ich jetzt spontan auch gedacht. Genau, aber bevor ich jetzt mich hier 5 Minuten reinlese, genau, würde ich sagen, wir kommen zum Kulturbereich zurück. Die anderen, gibt es denn noch weitere Fragen? Christian, David, Rainer? Ja, ich hätte schon eine Frage, und zwar jetzt ganz praktisch. Was
muss man tun? Das bezieht sich noch gar nicht auf den Kulturbereich, aber was muss getan werden, damit diese Konzepte sich weiter verbreiten und eine größere Akzeptanz bekommen? Und was muss getan werden, damit wir das Modell, das dahinter steht, trennen können von den ganzen Kryptowährungen? Ja, weil wenn man heute jemand auf Blockchain anspricht, landen wir ja immer ganz schnell bei den Kryptowährungen und bei Spekulationen und dann fangen die einen irgendwie das Kreischen an, weil sie gerade irgendwie Geld gewonnen haben, in Anführungszeichen, und die anderen regen sich fürchterlich drüber auf. Also mich würde interessieren, wie schaut das in der Praxis aus? Was muss getan werden, damit sich so eine Technologie oder es ist so ein Modell eigentlich durchsetzen kann? Ich glaube, im Kulturbereich muss überhaupt erstmal Basisarbeit gemacht werden, damit mehr Leute wissen, was es ist. Und dass es eben mehr ist als irgendwie Bitcoin, Ether und die ganzen Kryptowährungen. Ich glaube, für viele ist das Gleiche, liegt aber auch daran, dass es auch in Medienberichten oft einfach durcheinander geworfen wird und synonym verwendet wird. Was ich sehe in meiner Arbeit auch, ist, dass im Unternehmensbereich es sich überall da anfängt durchzusetzen oder beziehungsweise die Unternehmen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie verstanden haben, dass es Dinge günstiger macht. Und Kostenersparnis scheint zumindest in der Wirtschaft irgendwie immer ein großer Antriebsmotor zu sein, um sich mit so Entwicklungen auseinanderzusetzen. In der Kultur funktioniert es ja ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass diese Urheberrecht- oder Provenienzfrage vielleicht eine ist, wenn mehr Leute verstehen, dass es dafür Lösungen gäbe, auch für diese VG-Bildkunst-Problematik, dass sich dann auch vielleicht mehr tun würde in dem Bereich. Also könnte man eigentlich vermuten, dass der Impuls in dem Fall vielleicht tatsächlich eher von den Künstlern ausgeht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also dieses Netzwerk Muse zum Beispiel ist auch von einer Künstlerin entwickelt worden, die halt keine Lust mehr hatte, abhängig von ihrem Label zu sein. Aber haben wir da nicht wieder das Problem, dass das alles so zersplittert, dass wir dann so jeden Künstler einzeln suchen müssen? Also ich habe auch davor so ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, dass halt etliche Künstlerinnen und Künstler, vor allem im Musikbereich, einfach damit schon experimentieren und ihre Musik jetzt über ihre Webseite mithilfe von Blockchain-Technologie vertreiben. Das ist im Grunde genommen ja auch sehr sinnvoll. Nur wenn das jetzt jeder für sich macht und dann vielleicht noch jeder so seine eigene Währung dafür schafft, dann zersplittert sich das Ganze ja. Ja, und auf der anderen Seite, und da stoßen wir eigentlich auf ein Problem, das wir im digitalen Bereich immer wieder antreffen. Es wäre natürlich super, wenn wir dann so die eine Plattform hätten, aber dann haben wir natürlich wieder einen Monopolisten, wie wir das von Facebook, Google und so weiter und so fort kennen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man damit umgehen kann, um da irgendwie eine halbwegs sinnvolle Lösung zu finden. Wenn es jeder für sich alleine macht, wird es wahrscheinlich scheitern. Wenn wir dann aber so die große Plattform haben, dann fallen wahrscheinlich die kleinen Künstlerinnen und Künstler, oder in dem Fall die Musikerinnen und Musiker, wieder durch den Rost durch. Und dann bringt es ja auch nichts. Ja, die Frage ist aber, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass so Leute wie eben die GEMA oder die VG Bildkunst tatsächlich diejenigen sind, die diese Plattform betreiben und das quasi ihre neue Aufgabe wäre oder eben ihr Weg, ihre Aufgabe in diesem Kontext umzusetzen, zu sagen, wir stellen jetzt eben die Plattform bereit und wir sorgen beispielsweise für die Services drumherum, beispielsweise für die Anerkennung bei den Versicherungen und so weiter und so fort. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es aber auch einfach eine Zeit, wo viele so ihr eigenes Ding machen, bis man halt an diesen Punkt kommt, wo man merkt, man kriegt so nicht zusammen. Und dann wird angefangen, an einer großen Lösung zu arbeiten, wie wir das von anderen Technologien auch kennen. Gesellschaften wären sicherlich prädestiniert dafür, so ein System anzubieten. Da stellt sich halt die Frage, ob die für sowas schnell genug sind und agil genug und sich
überhaupt schon damit auseinandersetzen. Um das Logistikbeispiel nochmal zu bemühen, weil die Unternehmen tatsächlich alle so ein bisschen weiter schon sind beim Thema Blockchain, ist es tatsächlich so, dass viele große Logistikunternehmen daran arbeiten, quasi für die Logistik nicht mehr quasi der Paketauslieferer zu sein, sondern ein Blockchain-Anbieter irgendwann. Also in anderen Bereichen gibt es diese Tendenzen schon. Wahrscheinlich dauert es in der Kultur einfach noch ein paar Jahre. So wie immer. Ja. Absolut. Ja, aber ich würde so, jetzt kam noch eine Frage, genau, von Frau Janne. Kennt ihr Anwendungen, über die man Prototypen erstellen kann, ohne ein Technik-Design? Also die IBM-Blockchain hat sie ja selber schon genannt. Die gibt es. Also nicht techie, das ist immer so, also auch als Nicht-Techie kann man sich in dieses Feld auf jeden Fall einarbeiten. Also hier in Frankfurt zum Beispiel macht die Business School, bietet zum Beispiel so Seminare dafür an, so Wochenendseminare, wo man lernt, wie man so eine Blockchain-Prototypen bauen kann. Zum Beispiel auch mit Ethereum, das so ein bisschen, also das ja auch dafür erfunden wurde, dass man sich da flexible Sachen mitbauen kann. Also ich denke, also das geht auf jeden Fall. Aber kennst du denn eben außer diesem IBM-Blockchain-Baukasten, der hier schon genannt wurde, noch andere Sachen, die man sich quasi irgendwie als Privatperson zum Testen mal nutzen kann? Also wie gesagt, mit Ethereum kann man ja experimentieren. Das steht ja online zur Verfügung. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Da kann man auch auf der Seite sehen, was Leute damit schon entwickelt haben. Das ist wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig unterhaltsam teilweise. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ich finde eigentlich die Anmerkung sehr spannend, die hier jetzt kam, nochmal zu sagen, wir müssen weg von diesem zentralistischen Denkmodell. Finde ich auch total spannend. Christian hat dem ja auch zugestimmt. Das Problem, das ich dabei sehe, ist natürlich ein bisschen, dass ich mich dann als Künstler, also dass sich dann einfach jeder Künstler selbst um all diese Dinge kümmern muss. Ne? Und das Schöne an so Sachen, also das Schöne an so Institutionen wie GEMA ist eben, das wird eben dadurch, dass es von einer zentralen Stelle aus passiert, kann man sich eben als Künstler an die wenden und auch davon ausgehen, dass sie die eigenen Rechte vertreten. Von daher frage ich mich gerade, ob es denn in diesem Kontext tatsächlich sinnig ist, zu sagen, man dezentralisiert es komplett. Also die GEMA ist halt ein deutsches Phänomen. Ne? Ja, also da sind wir halt sehr innerhalb unserer Landesgrenzen. Wenn ich ein Künstler bin, der international agiert, hilft mir das im Zweifel halt wenig. Rainer, möchtest du deine Frage nochmal live stellen? Ist Blockchain die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die sich sehr viele stellen, zu sagen, muss ich mich denn jetzt damit beschäftigen oder ist das jetzt wieder nur so ein Trendthema für ein oder zwei Jahre und dann verschwindet es? Ja, jetzt hast du sie schon für mich gestellt und ich habe sie auch aufgeschrieben. Mein Audio ist, glaube ich, nicht so ganz gut. Ja, es kommt mir halt vor wie ein neuer Hype, über den jetzt alle reden. Social Media hat sich so ein bisschen beruhigt. Im Kulturbereich ist es an vielen Stellen schwierig geworden. Ich weiß, dass ich da auch möglicherweise eine andere Meinung habe als viele andere, aber wir haben das gerade im Theaterbereich untersucht, wie wenig Social Media in dem Umfeld wirklich funktioniert und die Versprechungen von Web 2.0 sind nie wahr geworden. Es gibt faktisch keine Diskussion und keinen Rückkanal von den Besuchern an die Theater und die Theater diskutieren auch nicht mit ihren Kunden. Wir haben das in der Deutschen Bühne letztens mal beschrieben. Wenn man anguckt, was die Theater im Social-Media-Umfeld machen, dann posten die mal ein Foto hinter den Kulissen bei den Proben, dann posten die toi 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 für die Premiere, dann gibt es ein Foto von der Applausordnung und Feierabend. Ja, und jetzt kommt halt Blockchain, alle reden über Blockchain. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das auf die Kultur wirklich zu beziehen und ob Defragmentierung wirklich hilft. Ich habe gerade auch nochmal geschrieben, wo liegen denn die großen Nutzungsdatenbanken? Die liegen heute bei Amazon und Spotify. Das sind wieder riesige private Anbieter,
In die GEMA zum Beispiel, glaube ich, überhaupt gar keinen Einblick hat. Ich weiß nicht, ob die GEMA wirklich abschätzen kann, wie viel bei Spotify abgespielt wird und ob das gerecht und sinnvoll ist, welche Tantiemen dann die Künstler ausgeschüttet haben. Also zum einen muss man, glaube ich, schon sagen, dass Social Media mit Blockchain nicht vergleichbar ist. Also da sind wir schnell bei Äpfel und Birnen, das finde ich ganz, ganz schwierig, weiß aber genau, was gemeint ist. Es ist sicherlich ein Hype seit so 2 Jahren ungefähr, aber die Technologie an sich gibt es ja jetzt schon so für 10 Jahre, die wird immer weiterentwickelt und kommt halt gerade so ein bisschen raus aus der Techie- und Nerd-Ecke, vor allen Dingen aber natürlich über diese Bitcoin-Spekulationsblasen. Trotzdem, was das Spannende an Blockchain ist, dass wir ja, das ist ja quasi sowohl die GEMA als auch dieses Apple, Amazon, Spotify-Monopol aufbrechen würde. Das ist ja die Idee und das Problem, was es lösen soll, dass eben keiner Einblick in diese Datenbanken hat und es für Künstler unglaublich schwer ist, einen Überblick zu behalten, was mit ihren Sachen passiert. Und deshalb auch habe ich auch am Anfang so darauf gepocht, dass Blockchain eben vor allen Dingen auch eine Idee ist, die dahinter steht und eine Idee, die vielleicht die uns halt wegbringen soll von diesem zentralisierten System. Ich habe mich gerade gefragt, wie ist es denn mit solchen Sachen zum Beispiel wie darstellende Künste oder wie Musiker, meinetwegen im Bereich Orchester, jetzt keine eigene neue Musik produzieren, sondern sich quasi über die Interpretation bestehender Musik auszeichnen. Siehst du da überhaupt Potenzial oder kann man vielleicht sogar sagen, dass es Bereiche gibt, in denen diese Probleme, Urheberrecht, Provenienz und solche Sachen eigentlich gar nicht bestehen? Also das ist jetzt, also ich komme ja auch eher aus dem Kunstbereich als aus dem Musikbereich, deshalb finde ich das jetzt tatsächlich relativ schwierig zu beantworten. Hat denn vielleicht jemand anders eine Idee dazu? Ich glaube, das, was Rush hier geschrieben hat, dieser dezentrale Ansatz, der ist es eigentlich. Und wir müssen uns jetzt immer die Frage stellen, in welchen Bereichen spielt die Frage zentral, dezentral eigentlich wirklich eine Rolle. Und natürlich kann ich die Blockchain jetzt nicht für alles verwenden, aber weil der Rainer hier auch gerade die großen Datenbanken bezüglich Musiknutzung angesprochen hat, das Spannende wäre ja eigentlich in dem Moment, wo ich einen dezentralen Ansatz verfolge, dass diese großen, also Apple, Amazon, Spotify an Macht verlieren. Und dass aber im Endeffekt alle trotzdem auf die Inhalte zugreifen können. Wir sehen das ja im Filmbereich gerade. Am Anfang gab es nur einfach Netflix und dann so ein bisschen Amazon. Und jetzt rüstet so einer nach dem anderen auf. Und wenn du heute bestimmte Serien oder Filme sehen willst, dann musst du am Ende wahrscheinlich bei 4, 5 Anbietern irgendwo Abonnent sein, damit du dir dann alles anschauen kannst. Und das funktioniert mit diesen zentralistischen Ansatz, nämlich dass jetzt jede Plattform anfängt, Inhalte, also Content zu horten, überhaupt nicht. Und ich kann das Problem jetzt nicht mit der Blockchain lösen, aber der dahinterstehende Denkansatz, nämlich die Dinge dezentral anzugehen, der ist dann eigentlich ein interessanter Aspekt. Weil das würde ja bedeuten, dass wir als Nutzer im Endeffekt diese dezentrale Verteilung von Inhalten dann auch wirklich für unsere Zwecke nutzen können. Und da sehe ich eigentlich das große Potenzial. Ob das jetzt dann die Blockchain oder irgendwas anderes ist, keine Ahnung, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber wir regen uns gerade bei Facebook darüber auf oder auch bei Google, dass das alles so Monopolstrukturen sind. Und es gab ja mal Versuche, dezentrale Netzwerke aufzubauen, sind halt leider nicht weit gekommen, aber vielleicht ist auch die Zeit irgendwo
jetzt reif, dass wir uns einfach mit dem Gedanken mal beschäftigen, wie schaut eigentlich eine digitale Welt aus, die dezentral aufgebaut ist. Ja, und es ist schade, dass jetzt gerade bei der Blockchain alle immer nur darüber reden, dass da so viel Energie verbraucht wird. Das ist natürlich ein Manko und dadurch steigen auch die Kosten. Aber vermutlich werden wir das Problem auch irgendwann in den Griff kriegen. Und dann müssen wir uns aber überlegen, was heißt das eigentlich? Ich glaube, du kannst es gerade für den Filmbereich anwenden, weil es ist ja genau das, was du sagst. Ein Film als Kunstwerk kann ich als, ich sage jetzt mal Regisseur oder von mir aus vielleicht auch als Team, das daran beteiligt ist. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Frage. Kann man ein Kunstwerk als Team quasi registrieren? Und jeder, der es dann anguckt, zahlt eben einen gewissen Betrag einfach für die Nutzung direkt an dieses Team. Das heißt, das ist doch eigentlich ein wunderbares Beispiel zu sagen, wer braucht Netflix, wenn einfach das Produktionsteam oder von mir aus die Firma oder wie auch immer das eben jedem zur Verfügung stellen kann ohne Plattform. Aber das Thema Team finde ich ganz spannend, denn es gibt ja beispielsweise auch Kunst, die von mehreren Künstlern gemeinschaftlich hergestellt wird oder Musik. Michelle, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Also das habe ich eben, ist vielleicht untergegangen, kurz angerissen. Also bei Muse ist das möglich, dass man einem Musikstück mehrere Akteure zuordnet und auch zuordnen kann, wie deren Anteil daran ist und ob sie quasi dann auch an den Tantiemen beteiligt werden oder nicht. Und auch für diese Video- oder Filmgeschichte, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, gibt es tatsächlich in Amerika auch schon Prototypen, wo Filmemacher damit experimentieren, über eine Blockchain das zur Verfügung zu stellen und der Nutzer zahlt halt automatisch, wenn das guckt, direkt an die Urheber. Also auch da gibt es Entwicklungen in dem Bereich. Aber ich würde dir zustimmen, Christian, ob es am Ende die Blockchain ist oder nicht, ist eigentlich nicht der Punkt. Aber das würde ja quasi bedeuten, dass solche Firmen wie dieses Artchain, das in Australien jetzt erst, ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten als Firma an den Markt gegangen ist und quasi genau diesen Service anbietet, zu sagen, als Künstler registrieren wir euch eben in unserer Blockchain und sprechen dann auch mit Galeristen und so weiter, dass das eigentlich schon wieder in die falsche Richtung geht. Ja, das ist halt schon wieder eigentlich ein zentraler Ansatz in einem Blockchain-Gewand, was nicht der Idee entspricht. Das ist aber auch ein Problem, was in der Technologie selbst begründet liegt. Wenn man eine neue Blockchain auflegt, da muss man halt auch eine gewisse Anzahl an Blöcken zur Verfügung stellen, damit man starten kann. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo es dann auch schwierig ist, wo man eigentlich genug andere Akteure bräuchte, die mitmachen, damit es eben dann nicht in der Hand von einem liegt. Weil auch eine Blockchain lässt sich natürlich kontrollieren, wenn die meisten der Blöcke bei mir liegen, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Das gab es beim Bitcoin auch schon, dieses Momentum. Und das ist halt aber ein Technologieproblem, was eben noch nicht gelöst ist. Und schade, dass Rush, wer auch immer es ist, nicht live mitdiskutiert. Ja, stimmt. weil natürlich, also wir sind jetzt auch an dem Moment, das hat er gerade geschrieben, wo große Player das eben für sich auch vereinnahmen wollen. Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch okay, wenn wir das jetzt im kleinen Rahmen ausprobieren, sonst würden wir ja hergehen und darauf warten, bis die große optimale Lösung kommt und die wird so wahrscheinlich nie kommen, sondern das muss sich, wenn dann, weiterentwickeln und irgendwann einmal setzt sich dann vielleicht so ein Grundgedanke durch. Ja, also alleine dieser Unterschied, Daten nicht zentral zu verwalten, sondern sie dezentral irgendwo abzusichern oder auch dezentral Rechte zu vergeben. Rush hat das ja auch angesprochen. Das bedeutet, das ist ja nicht so sehr eine Frage der Technologie, sondern eigentlich eine Frage von unserer Haltung, ob wir das überhaupt wollen und wie das überhaupt ist. Genau, aber wenn das der Ansatz ist, dann wäre ja tatsächlich im Prinzip die Lösung zu sagen, was ich ja vorhin schon vermutet hatte, der Impuls muss von den Künstlern auskommen und zwar zu sagen, ich mache das für meine eigene Kunst.
und dann die Idee quasi zu verbreiten, weil dann ist es natürlich dann, auf der anderen Seite stellt sich dann wieder die Frage, welche Rolle spielen dann zum Beispiel noch Kultureinrichtungen oder zeitgenössische Museen oder so, aber genau, das wäre ja dann im Prinzip der Ansatz, oder? Also, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Was hat David uns noch gepostet? Den passenden Veranstaltungstipp, damit wir weitermachen können. Perfekt. Ich sage das auch gerne nochmal, und zwar am 10. Juli von 19 Uhr bis 20.15 Uhr, und es ist auch wieder ein Online-Webinar, passend zum Thema. Damit wäre es Punkt 10. Haben wir noch Fragen, die wir noch klären wollen? Naja, es gibt noch viele Fragen, aber... Okay. Also ich finde so so der Punkt, an dem wir jetzt gekommen sind, das finde ich schon eigentlich schon mal recht schön, weil das bringt die Sache schon mal weiter, und das beantwortet zum Teil auch einfach die Frage, was wir tun können, was wir tun müssen, um die Entwicklung irgendwie voranzutreiben. Ja, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, jetzt irgendwie gleich irgendwie eine neue Plattform aufzubauen, sondern so dieses dezentrale Denken, das ist eigentlich das, was erst einmal vorhanden sein muss und dann dazu führen könnte, dass wir die richtigen Tools verwenden oder vielleicht auch erst erfinden, keine Ahnung. Genau, und da können wir dann bei Bedarf auch nochmal einen KM-Treff machen in ein oder zwei oder drei Jahren und uns die Tools anschauen, wie es denn gegebenenfalls zu sein wird. Michelle, ich habe noch eine Frage an dich, jetzt gar nicht Kunst und Kultur, sondern beschäftigst du dich in deiner täglichen Arbeit mit Blockchain? Also ist das ein Thema? Das ist ein Thema immer mal wieder, weil wir hier in der Agentur tatsächlich auch Kunden haben, die Lösungen entwickeln und an Lösungen arbeiten und sich damit intensiv beschäftigen, und dann beschäftige ich mich da auch ab und an, okay, beruflich mit. Nur, dass ich weiß, bei wem ich fragen kann, wenn ich was kann. Okay, super. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich für Michelle und den wunderbaren Input, auch für die Fragen und definitiv auch für Christian, der heute natürlich sehr viel beigetragen hat. Als kleinen Hinweis kann ich schon sagen, im September wird es einen Treffpunkt Kulturmanagement mit dem Joanneum geben zum Thema Marketing, Automation und Ticketing. Rainers Thema, jetzt ist er schon nicht mehr da. Und genau, alles, was dazwischen passiert, kommunizieren wir natürlich auf allen Kanälen. Und genau, dann bedanke ich mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Tschüss.